Wir melden uns hier von der Vendetta 29 aus Wien. Neben mir Lirim Ameti. Ich gratuliere. Du darfst dich neuer World Boxing Federation European Champion nennen. Nächster Titel um deinen Bauch. War heute aber kein einfacher Kampf, oder? Das war alles andere als einfach. Man glaubt es nicht, aber ich bin fast sprachlos. Ja, ich bin froh, dass es so ausgegangen ist. Und der Gegner war für seine 18 Kämpfe wirklich gut. Ja, und es war sehr knapp. Es hat ausgereicht noch. Und ich habe wirklich alles gegeben. Ein sprachloser Lirim, das hat man selten. Es war heute, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig mitgerechnet habe, dein 100. Kampf, dein 80. Sieg. Also du bist wirklich ein Veteran. Wie lange kann man dich denn noch kämpfen sehen? Das ist eine gute Frage. Bis mein Körper Nein sagt. Und bis der liebe Herrgott Nein sagt. Ja, man wird mich sicher noch ein paar Mal im Ring sehen. Das glaube ich schon. Jetzt mal vorerst ist mir wichtig, dass mein Gym ist bald fertig. Jetzt ist wirklich Ende des Jahres, werden wir fertig. Das hat dann Vorrang, auf das freue ich mich schon sehr. Und dann schauen wir weiter mit dem nächsten Jahr. Entweder Ende des Jahres, aber das ist schon wieder zu weit. Schauen wir mal, wann wieder. Aber auf jeden Fall wieder. Ausgezeichnet. Kommen wir noch mal kurz zum Kampf. Über 5 Runden hat sich das gezogen. Was war denn Gameplan eigentlich? Und gab es einen Punkt, wo du gewusst hast, jetzt habe ich ihn? Oder wo du geglaubt hast, oh, jetzt verliere ich es vielleicht? In der dritten Runde habe ich ihn kurz gehabt, da war er kurz vorm Anzählen, weil das spürt man durch die Geräusche. Da macht er so ein bisschen, keine Ahnung, oder sonst, da habe ich gewusst, ich habe ihn am Körper, aber das war ein sehr harter Beißer. Und in der letzten noch einmal hätte ich ihn fast gehabt und zwischendurch war er einmal besser, einmal, ich habe auch viel kassiert heute, hat eh passt, ja. War wieder eine gute Partie, die Leute sind zufrieden. Ich bin zufrieden und das. Ich wollte gerade sagen, weil du das Publikum hier ansprichst und wir es auch hören. Wie sehr hörst du das, dass alle deinen Namen rufen oder bist du so in deiner Welt, dass du das gar nicht mitbekommst? Teils, teils. Natürlich höre ich es und es motiviert mich. Aber ich bin auch sehr fokussiert. Das ist so eine gute Mischung einfach. Deswegen kämpfe ich sehr gern zu Hause. Und ich bin froh, dass die Leute mich so anfeuern. Das ist ein Wahnsinn einfach. Lirim, wem möchtest du nochmal Danke sagen oder Grüße geben? Meiner Familie, meiner Mama, meinen Eltern, meinen Geschwistern, meinen Coaches da, ohne die wäre das alles nicht möglich und natürlich den Zuschauern, euch und dem Veranstalter. Es ist immer schön, dich kämpfen zu sehen und ich hoffe, wir sehen noch mindestens 100 Kämpfe von dir. Vielen, vielen Dank dir. Danke.